Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Video von The Cruise Vibes. Und heute sind wir mit der SE Manong in Rotterdam, Tag 3 unserer Reise. Und hier seht ihr auch unseren heutigen Fahrtverlauf, denn es geht dann weiter von Rotterdam aus in Richtung Antwerpen. Und auch dieses Video ist wieder in Zusammenarbeit mit SE Tours auf einer Pressereise entstanden. Wobei SE Tours aber keinen Einfluss auf den Inhalt hatte. Und dann nach dem Frühstück ging es gleich los auf einen Stadtrundgang. Eigenständig, also nicht geführt, denn Rotterdam ist meine Lieblingsstadt, also da kenne ich mich wirklich gut aus. Deswegen habe ich den Rundgang dann selbst übernommen. Und erstmal ging es vorbei am ehemals höchsten Hochhaus Europas in Richtung Alter Hafen mit den Kubushäusern, den berühmten Würfelhäusern. Im Hintergrund auch dein Haus mit dem Namen der Bleistift schon zu sehen. Ja, die Kubushäuser sind ja eines der Wahrzeichen von Rotterdam und die haben wir uns erstmal angeschaut. Man kann auch eines von innen besichtigen, aber ich habe mal in einem übernachtet. Da gibt es nämlich auch ein Hostel und ich kann euch sagen, von außen sehr schön, aber innen total unpraktisch. Also von außen angucken, würde ich sagen, reicht aus. Und so ging es dann für uns weiter zur Markthalle. Das nächste Wahrzeichen mit diesem beeindruckenden, wunderschönen Gemälde oben an der Decke. Und drinnen habt ihr dann eben lauter Stände, wo es dann tolle Lebensmittel zu kaufen gibt. Weniger jetzt Obst und Gemüse, sondern mehr Süßigkeiten und Snacks, also das auch wirklich gut für einen kleinen Ausflug geeignet. Für uns ging es danach mit dem Wassertaxi weiter. Das haben wir uns an die Haltestelle Zentrum bzw. Leuwehaven bestellt. Und hier sehen wir es schon ankommen. Wassertaxis in Rotterdam habe ich ja auch schon in einigen Videos erwähnt. Die schnellste und spannendste Methode, sich fortzubewegen in der Stadt, die ja überall Wasser hat. Und mit diesen Wassertaxis kann man dann, wie ihr gleich sehen werdet, mit sehr hoher Geschwindigkeit hier durch Rotterdam fahren und erreicht seine Ziele so relativ günstig und vor allen Dingen auch staufrei. Hier im Innenhafen fahren die Boote noch sehr, sehr langsam. Hier haben wir jetzt den Innenhafen verlassen, jetzt werden wir gleich Gas geben, während wir an der Normandie vorbeifahren, einem weiteren Schiff von SE Tours, einem deutlich älteren Schiff, das dann für Rad- und Schiffreisen genutzt wird. Auch ein sehr spannendes Konzept, werde ich sicherlich auch mal hier vorstellen können, wie das Ganze dann so abläuft mit Rad und Schiff. Das heißt, man fährt Touren mit dem Fahrrad und das Hotel fährt einem hinterher. Ja, hier sehen wir jetzt also einmal die Normandie und ihr seht schon, jetzt gehen wir schneller. Jetzt geben wir richtig Gas, denn jetzt sind wir hier wieder auf der neuen Maas und fahren einmal am Hotel New York vorbei. Da haben wir noch einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Wir hatten mehrere Fahrgäste jetzt mit an Bord und haben die dann nach und nach rausgelassen und so noch eine kleine Rundfahrt bekommen, denn ihr zahlt eigentlich einen Festpreis. Und wenn man Glück hat, sind noch andere mit dabei, dann dauert die Fahrt ein bisschen länger. Ich freue mich dann zumindest immer, weil es macht wirklich Spaß, mit den Wassertaxis zu fahren. Hier im Hintergrund sehen wir die Iona von P&O Cruises, auch eine Besonderheit von Rotterdam, dass hier die Flusskreuzfahrtschiffe und die Hochseekreuzfahrtschiffe wirklich sehr, sehr nah beieinander liegen. Das sieht man auch nur in wenigen Häfen dieser Welt. Und nun haben wir die letzten Gäste noch rausgelassen und jetzt geht es zu unserem Ziel. Und unser Ziel ist dieses hier, die SS Rotterdam, das Steamship Rotterdam. Also ein ehemaliger Transatlantikliner, der heute als Museumsschiff, Hotel, Restaurant, Event Location und Konferenzzentrum genutzt wird. Und man kann das Ganze eben kostenlos besuchen. Und am besten reist man da mit dem Wassertaxi an, denn die Rotterdam liegt relativ weit außerhalb des Zentrums. Also man kann zu Fuß hinlaufen, ist dann aber durchaus eine halbe Stunde unterwegs. Oder man nimmt die U-Bahn, muss dann aber nochmal auf den Bus umsteigen. Am schnellsten und einfachsten und bequemsten geht es mit dem Wassertaxi. Denn ihr seht schon, hier gibt es eine Plattform an der Außenseite des Schiffes und man kann direkt vom Wassertaxi an Bord gehen. Die Restaurants und Bars kann man ohne Eintritt zu zahlen einfach so besuchen und kann dann die Atmosphäre der vergangenen Ozeanliner noch einmal aufleben lassen. Wenn man dann noch weitere Bereiche sehen möchte, dann muss man bezahlen. Da gibt es dann verschiedene Führungen, die man machen kann, um die ganzen zum Großteil noch original erhaltenen Räumlichkeiten zu sehen. Aber so einen ersten Eindruck, den kann man sogar kostenlos bekommen. Und so haben wir das auch gemacht. Nach einem Stündchen Aufenthalt haben wir uns dann wieder ein Wassertaxi bestellt. Man kann ganz bequem drinnen warten, sieht auf einem Bildschirm, wenn das Taxi kommt und kann dann ganz bequem auch bei schlechtem Wetter einsteigen und wird dann wieder zurück in die Stadt gebracht. Hier jetzt sogar mit einer Parallelfahrt, zwei Wassertaxis parallel. Das habe ich so auch noch nicht erlebt, das war auch ziemlich cool. Und so ging es dann für uns nun jetzt zurück in Richtung Boompjeskade. Boompjeskade, das ist der Liegeplatz der Flusskreuzfahrtschiffe.
Und auch hier haben wir nochmal einen kurzen Zwischenstopp am Hotel New York gemacht. Und diesmal war die Fahrt auch ein bisschen lustiger, denn es war ein bisschen mehr Seegang. Umso mehr Wellen, umso mehr Spaß macht es mir auch mit diesen Wassertaxis zu fahren. Und das Schöne ist hier, da kommt man also wirklich sehr, sehr nah an den Kreuzfahrtschiffen vorbei. Hier jetzt erstmal an der Iona von P&O unter der Erasmusbrücke hindurch. Und dann fahren wir jetzt auch an den Flusskreuzfahrtschiffen vorbei, so wie unserer SE Manon hier im Hafen von Rotterdam, ganz zentral gelegen an der Boompjeskade. Mit der Olympia war auch noch ein drittes Schiff von SE Tours heute hier in Rotterdam im Hafen. Aber mit zunehmend schlechter werdendem Wetter war es dann für uns auch wieder Zeit, zurück an Bord zu gehen, unserer SE Manon. Hier sehen wir sie schon nur wenige Minuten vom Taxi-Anleger, vom Wassertaxi entfernt. Und dann war es auch schon Zeit für das Ablegen, das heißt Leinen los. Und wir verlassen Rotterdam nun wieder und nehmen Kurs in Richtung Belgien, in Richtung Antwerpen, unserem nächsten Reiseziel. Da steht jetzt also erstmal die Ausfahrt aus Rotterdam an, die ist sehr, sehr sehenswert. Für mich zusammen mit dann so klassischen Städten wie zum Beispiel Budapest mit einer der schönsten Hafenausfahrten auf den europäischen Flüssen, weil man hier eben diese ganzen Hochhäuser, modernen Bauwerke alle nochmal toll sehen kann. Auch vom Wasser aus kann man nochmal das Wittehus, das ehemalige höchste Gebäude Europas, sehen. Im Hintergrund auch einen kurzen Moment die Kubushäuser sichtbar. Und natürlich ist auch immer viel Schiffsverkehr im Hafen, also hier zum Beispiel die Wassertaxis oder andere Kreuzfahrtschiffe, die man dann beobachten kann, während man hier ein- oder ausläuft. Also das lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn es mal früh oder spät in der Nacht ist. Für das Ein- oder Auslaufen in Rotterdam kann man durchaus mal früher aufstehen oder länger wach bleiben. Ich finde persönlich, das lohnt sich. Hier sehen wir die Hubbrücke De Heef. Das ist auch eine ganz interessante Brücke. Da sind früher die Züge drüber gefahren. Heute ist sie dauerhaft gehoben und auch ein weiteres Wahrzeichen von Rotterdam. Sollte für Jeff Bezos abgebaut werden, damit er seine neue Yacht da unten drunter durchfahren lassen kann, die zu hoch war. Das inzwischen aber verworfen, die Pläne, nachdem es da sehr, sehr viel Protest gab. Das hat man sicherlich auch mal in den Nachrichten gehört. Und hier nochmal ein Blick auf die Skyline von Rotterdam. Hier haben wir eine Moschee, die Es-Salam-Moschee, größte Europas. Rotterdam ja eine sehr internationale und multikulturelle Stadt, allein natürlich bedingt durch den größten Hafen Europas, sehr viele verschiedene Nationen und Religionen in der Stadt vertreten. Dann geht es noch unter der Van Brienen-Nordbrücke hindurch, meistbefahrene Brücke der Niederlande. Und auch hinter der Brücke kann man immer mal wieder noch Hochseeschiffe sehen, so wie hier zum Beispiel eine Yacht tatsächlich, auch wenn es aussieht wie ein Forschungsschiff oder ein Kriegsschiff, das war tatsächlich eine Yacht. Dahinter die Werft IHC, die Spezialschiffe baut. Und dahinter liegt dann auch einfach mal die Arche Noah. Hier hat nämlich tatsächlich jemand einen Nachbau der Arche Noah nach Originalmaßen aus der Bibel vorgenommen. Und das liegt jetzt ja aber schon seit einigen Jahren relativ ungenutzt und abseits im Hafengebiet hier, und kurz danach verlassen wir dann die Neue Maas und fahren auf die Nord. Da gibt es ein ganz interessantes Industriegebäude hier zu sehen. Das sieht aus wie ein Schiff, ist also gebaut wie eine Fähre zum Beispiel, sieht es aus. Man könnte wirklich, wenn man jetzt nicht genau hinschaut, denken, dass dahinter ein Hafenbecken ist, wo ein ganz normales Schiff liegt, ist aber tatsächlich ein ganz normales Bauwerk. Und auf der anderen Seite kann man dann so ein bisschen die Windmühlen von Kinderdijk erkennen. Und danach war es dann auch schon Zeit für das Abendessen. Das können wir hier einmal sehen, wie das heute so aussah. Heute gab es hier also einen Themenabend mit indonesisch angehauchtem Essen. Da ja auf den Flusskreuzfahrtschiffen auch häufig Crew aus Indonesien anwesend ist, durften die auch mal ein paar ihrer Rezepte präsentieren. Und mit einem tollen Sonnenuntergang ging es dann auch schon auf das Hollandsche Diep. Das haben wir dann über eine Schleuse verlassen, um auf das Volkerak zu kommen. Hier sehen wir jetzt einmal die Einfahrt in die Schleuse. Das ist die größte Schleusenanlage in Europa, bezogen auf das Frachtaufkommen. Wir haben jetzt hier die kleine Schleuse genutzt, die eher seltener genutzt wird. An den großen hätten wir warten müssen. Wir also jetzt hier in der kleinen Schleusenkammer unterwegs. Und gleichen jetzt hier einmal den Höhenunterschied zum Volkerak aus. Das ist alles Teil des Rhein-Maas-Deltas.
Und dann geht es jetzt hier noch ein Stückchen über das Volkerrack. Da sieht man dann auch schon mal, wie breit das Gewässer hier wird. Es ist eben ein richtiges Delta, allerdings durch die Delta-Werke vom Meer getrennt. Das heißt, wir haben hier keinen offenen Zugang mehr zum Meer, beziehungsweise einen nur noch teilweise offenen Zugang, je nachdem, auf welchem Arm des Deltas man sich befindet. Das sind alles Hochwasserschutzprojekte, demzufolge alles ein wenig verändert. Und dann am späten Abend haben wir dann auch den Schelde-Rhein-Kanal erreicht und konnten auch da wieder andere Kreuzfahrtschiffe beobachten. Relativ viel los immer am Abend, weil viele Schiffe morgens in Antwerpen ankommen und abends wieder wegfahren. Das heißt, die meisten begegnen sich dann hier auf dem Kanal. Und so kann man hier abends auch nochmal schön die anderen Kreuzfahrtschiffe beobachten, die hier so unterwegs sind. Und das waren heute in dem Fall wirklich einige Schiffe von verschiedensten Veranstaltern, die uns hier jetzt begegnet sind. Ja, nachdem uns dann auch noch das größte Flusskreuzfahrtschiff, das es aktuell gibt, entgegengekommen ist, stand dann auch schon die nächste Schleuse auf dem Plan, nämlich die Krekrak-Schleuse. Und das war dann für mich aber auch schon so langsam der Zeitpunkt, dann mal schlafen zu gehen. Das habe ich mir dann schon vom französischen Balkon aus angeschaut. Das ist ja auch wirklich ein Vorteil hier auf den moderneren Schiffen mit dem französischen Balkon. Man kann zwar nicht hinaustreten, aber man kann eben die Fenster auf voller Breite öffnen. Und hat so auch frische Luft in der Kabine und einen tollen Ausblick. Da muss man in den Schleusen natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, denn da bleiben meistens so wenige Zentimeter Platz auf beiden Seiten. Also da sollte man sich dann auf jeden Fall nicht hinauslehnen. Aber man hat trotzdem eine tolle Möglichkeit, hier einmal die Einfahrt in die Schleuse zu beobachten. Hier auch ganz interessant mit einem Schleusentor, was nach oben geöffnet wird. Das heißt, da gibt es dann, wenn man auf dem Sonnendeck ist, auch noch eine gratis Dusche dazu. Und hier sind wir dann drin in der Schleuse. Ihr seht schon, hier ist nicht mehr so viel Platz und das ist verhältnismäßig sogar noch viel Platz, denn auf der anderen Seite ist deutlich weniger. Und hier verlassen wir die Schleuse dann auch schon wieder mit noch einem nach oben öffnenden Schleusentor. Da gibt es nochmal die Dusche und das war's damit dann auch schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann dann das Video aus Antwerpen kommt, das nächste Video. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich sehr über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.